grüß dich Gott, servus, grüß dich. Wir sitzen da auf dem Lastwagen vom Hanf-Institut, genau, richtig. Und du bist da quasi der Initiator oder der Anmelder gewesen von der ganzen Geschichte. Ist das so richtig? Ich habe das Hanf-Institut organisatorisch unterstützt. Wir unterstützen ja viele Gruppierungen bei Demos, Kundgebungen und öffentlichen Veranstaltungen. Und daher haben wir dieses Jahr für das Hanf-Institut die entsprechenden Sachen übernommen, da wir halt entsprechende Erfahrungen haben. Damit das Thema gut transportiert werden kann. Und Teambuilding und Netzwerkung ist natürlich etwas ultimativ Wichtiges und was uns allen zugute kommt. Ja, auf jeden Fall, absolut. Ich frage auch dich, warum bist du heute da auch in privater Sache? Was ist für dich das ja, warum du sagst, ich gehe da heute raus und erhebe da meine Stimme quasi? Also ich habe allgemein ein Problem mit der Repression und diesem Staatskontrolldruck und wir sind alle eigentlich freie Menschen, die selber entscheiden können. Was sie sich zum Beispiel, wie sie konsumieren, was sie konsumieren. Wir sind alle mündige Bürger und diese Vorschriften sind schon einmal auf der einen Seite ein Problem für uns. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Kriminalisierung von Hanf, einer der ältesten Kulturpflanzen, eigentlich eine Unsinnigkeit, die es erst seit knapp 100 Jahren gibt und wo endlich jetzt einmal zeitgemäß auch entsprechend den Erkenntnissen der Wissenschaft und so weiter man diese Gesetze reformieren und ändern muss. Und eine Million Österreicher zu kriminalisieren, das kann man einfach nicht machen als Staat, ja? Weil wir sind nicht kriminell, wir konsumieren das einfach nur und das ist unser Recht, das ist eine Pflanze. Wie viele Hanf-Wandertage ist das von dir, also wo du teilnimmst? Naja, es ist der dritte Hanf-Wandertag, bei dem ich auch organisatorisch selber mit bin, Bühnenaufbau, eigene Trucks mitmache und ähnliches. An und für sich bin ich schon beim Hanffeuer dabei und bei allen Hanf-Aktivismus-Szenen eigentlich immer als Unterstützer schon 10, 15 Jahre dabei. Und warum bist du selbst aktiv geworden? Also hat es einen Auslöser gegeben für das, was du gesagt hast, so jetzt? Der Auslöser für uns und für den Verein Mir Kollektiv, den es ja auch gibt, der das Ganze organisiert und gemanagt hat, war die Repression, die es auch gegen Kunst- und Kulturschaffende gibt, sagen wir jetzt einmal partymachende Leute und so weiter, wo es übrige halt Repression gibt und diesen Verwaltungszwang und den Konsumzwang, den Steuerzwang und so weiter. Wir vertreten eigentlich grundsätzlich die Geschichte freie Menschen, freie Bildung, freie Kultur und arbeiten eigentlich in dem Bereich, um, ich sage jetzt einmal, die Solidarität zwischen den Menschen auch mehr zu fördern und den freien Austausch zu fördern, sowohl von Wissen als auch Bildung. Information ist in dem Sinne Hanf-Wandertag und Hanf, das Thema Hanf auch als Medizin ist ganz wichtig. Was gezeichnet. Als abschließende Frage, weil ich jeden von den Leuten interviewt habe, heute schon gefragt habe, was schätzt du, wie lange wird es noch dauern, bis sich mal grundlegend jetzt an der Gesetzgebung irgendwas ändert? Also wir warten eh schon Jahre jetzt drauf, aber was schätzt einfach nur? Gibt es eine grobe Schätzung? Ich schätze mal so, dass es jetzt irgendwie so einen kleinen Versuch geben wird mit dieser Pseudo-Geschichte, wo wir aber auch den angeklagten Schutz verlieren und als Zeugen zur Aussage verpflichtet sind. Das ist eigentlich eine Mogelpackung und daher denke ich, dass es noch einige Jahre oder vielleicht eine Legislaturperiode dauern wird, bis bei entsprechenden Wahlen und mit dem öffentlichen Druck da sich wirklich was bewegt, was Hanfpatienten, Hanfkonsumenten und so weiter etwas bringt. Also ich glaube, es ist wieder mal so eine halb österreichische Sache, wie immer, und eine Mogelpackung derzeit, und wir werden noch einige Jahre darauf warten müssen, dass wir wirklich frei konsumieren und auch medizinisch betreuen können mit Cannabis. Aber haben wir sie gesagt, wenn man sich umdreht und wenn man ein bisschen schaut, dann sieht man schon, es wird immer mehr und die Stimme wird immer lauter. Also es wird auf jeden Fall, hoffe ich mal, nicht mehr so lange dauern. Ja, es ist auch unsere Aufgabe, das Ganze ist eine Kundgebung, eine Informationsveranstaltung, also dass das nur ein Partycharakter ist, wie teilweise vorgeworfen ist, dem widersprechen wir. Wir machen mit dieser Veranstaltung auf dieses Thema aufmerksam und wir werden die Politik so lange daran erinnern und ermahnen, bis endlich entsprechende Regelungen auch getroffen werden, ob parlamentarisch, auf welcher Ebene auch immer, damit diese ganze Geschichte und die Kriminalisierungs- und Stigmatisierungsproblematik endlich einmal zu einer Lösung geführt wird, die für alle tragbar ist.